Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Die Revolution findet trotzdem statt, das Kino von Pier Paolo Pasolini. Und ja, heute, das kann man auch wirklich mit Fug und Recht sagen, haben wir, glaube ich, den kreativsten Titel dieser Reihe. Sie sehen es groß, Schwein oder Nichtsein, das ist hier die Frage, die heute erörtert wird von Rembert Hüser und da freuen wir uns sehr darauf. Der Film heißt Porcile, der Schweinestall. Die Kopie kommt vom Stadtkino Basel. Deswegen sind wir sehr gespannt. Das ist also ein privates Archiv, das uns das zur Verfügung gestellt hat. Das ist ganz toll, weil es gibt nicht viele Kopien, die deutsche Untertitel haben von Pasolini-Filmen. Ich weise auch gerne, wie immer, darauf hin, dass wir ein Begleitprogramm in dieser Reihe haben, wo wir uns ein bisschen Pasolinis Welt weiter widmen wollen. Und das geht in diesem Monat ganz besonders um den Begriff des anderen Roms, den er geprägt hat. Und da haben wir schon angefangen in diesem Monat mit Fellinis Roma. Es geht jetzt weiter mit Gente di Roma von Ettore Scola. Dann La Dolce Vita von Fellini und zu guter Letzt Ladri di Biciclette, Fahrraddiebe von Vittorio De Sica. Alle hier auf der Leinwand, mittwochs und samstags jeweils um 18 Uhr zu bewundern. Ja, ich möchte gar nicht viele Worte machen. Die Vorstellung wird gleich Regine Prange übernehmen, des Referenten, und dann geht es auch gleich los mit dem Vortrag. Danach gibt es eine Umbaupause und ja, nach dem Vortrag, das kennen Sie auch bereits, eine ausführliche Diskussion. Viel Vergnügen heute Abend. Meine Damen und Herren, liebe Studierenden, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Pasolini-Runde und möchte, bevor ich Rembert Hüser einführe, zunächst eine Ankündigung machen. Das von mir veranstaltete Kolloquium zu dieser Vorlesung beginnt am kommenden Montag um 16 Uhr im Kunstgeschichtlichen Institut. Also die das noch nicht kennen, das ist das große Hochhaus auf dem Campus Bockenheim, das ehemalige Juridikum, Seminarraum 303. Weitere Infos können Sie dann auch auf meiner Homepage sehen. Die Teilnahme an diesem Kolloquium ist für Masterstudierende verpflichtend und die übernehmen dann auch ein Referat. Eingeladen sind aber auch alle anderen interessierten Studierenden gerne auch aus anderen Fächern. Es wird also am Montag sowohl um Uccellacci Uccellini und gehen, als auch um den heute präsentierten Film Il Porcile. Diesen höchst umstrittenen und erst seit neuerem überhaupt breit zugänglichen Film Pasolinis zu kommentieren, hat Rembert Hüser sich mit Bedacht und zum großen Gewinn dieser Reihe vorgenommen. In ihm begrüße ich wieder einen Kollegen aus dem Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft, das sich, wie viele von Ihnen wissen, in den letzten 2 Jahren gänzlich neu aufgestellt hat. Rembert Hüser ist erst vor knapp einem Jahr auf die Professur für Medienwissenschaft berufen worden, nachdem er Kultur- und Medienwissenschaft an der University of Minnesota gelehrt hat, der er nach wie vor als Adjunct-Professor angehört. Habe ich jedenfalls gelesen. Meine Bekanntschaft mit Rembert Hüser und seiner Frau Verena Mundt, die ebenfalls erfreulich oft in unserer Veranstaltung anzutreffen ist, reicht schon in die Zeit zwischen 2008 und 2009 zurück, als beide an einem Workshop zu unserem DFG-Projekt Reflexion der filmischen Räume teilgenommen haben. Damals hat Rembert Hüser die vakante Frankfurter Professur für Filmwissenschaft vertreten. Ich freue mich, dass diese damals aufgenommene Kooperation nun im kollegialen Rahmen der Goethe-Universität sozusagen verstetigt werden konnte. Rembert Hüser vertritt einen kulturgeschichtlich weit gefassten Medienbegriff, der nicht nur die technischen Medien umfasst, sondern letztlich im Text, im Buch seine erste historische Objektivierung findet. Seine Forschungsarbeit ist extrem breit gefächert, richtet sich auf Film, Literatur, Philosophie und Psychoanalyse, thematisiert etwa populärästhetische Phänomene wie den Comic oder epistemologische Konzepte wie die Kybernetik. Sie verbindet Ansätze aus der Frankfurter Schule mit dem Dekonstruktivismus. Diese Vielgestaltigkeit mag durch die Anregung des Doktorvaters Karl-Heinz Bohrer gefördert worden sein, bei dem Rembert Hüser in den 1990er Jahren anschließend an seine Dissertation in Bonn eine Assistentenstelle innehatte. Bis zu seiner Berufung in die USA 2003 hat er in Köln und Siegen an einem Forschungsprojekt zur Hollywood Credit Sequence mitgearbeitet, in Braunschweig eine Vertretungsprofessur wahrgenommen sowie in Konstanz und Witten gelehrt.
Das in der letzten Woche schon erwähnte besondere Forschungsinteresse am Filmvorspann und das Bewusstsein für die sozioökonomischen Dimensionen des Medienapparats teilt auch er. 2006 hat er gemeinsam mit Alexander Böhnke das Buch zum Vorspann herausgegeben. 2011 folgte der mit Margit Fröhlich herausgegebene Band Geld und Kino. Der sehr langen Liste seiner Publikationen zu Film, Medien, Literatur und kulturwissenschaftlichen Gegenständen kann ich hier gar nicht gerecht werden. Die Kunsthistorikerinnen unter Ihnen wird interessieren, dass er sich auch mit der Rezeption von Malerei im Film befasst hat, zum Beispiel mit der Rezeption von Cézanne bei Jean-Marie Straub und Daniel Huyer. Die Auswahl des heutigen Films jedoch hat wohl mit einem anderen, durchgängigen Erkenntnisinteresse zu tun, das Adorno mit der Formel Bewältigung der Vergangenheit umrissen hat. Gemeint ist die Vergangenheit des Faschismus, insbesondere des Nationalsozialismus, um den es in Porcile geht. Zahlreiche Artikel von Rembert Hüser beschäftigen sich mit diesem Themenspektrum, von denen ich hier nur einige wenige nenne. 1995 widmete er sich unter dem Titel Fremdwort Bier der Exklusion des Anderen in deutscher Sprache und Film anhand von Herbert Achternbusch, Das letzte Loch und Hades. Die dokumentarische Darstellung des RAF-Terrorismus, der sich ja als eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bzw. als Kampf gegen seine Kontinuität begriff, ist Thema eines Textes von 1997. 2002 erschien ein Aufsatz über die Narrative der Shoah, unter anderem in Schindlers List und Ghostbusters, überraschenderweise. Ein Text von 2004 diskutiert die Frage, warum Godards Film Une femme mariée nie als Holocaust-Film diskutiert worden ist. Auch ein noch elementareres, im heutigen Vortragstitel anklingendes Thema aus Porcile, das des Kannibalismus, hat Rembert Hüser in anderem Zusammenhang schon erörtert, nämlich in Bezug auf Godards Film Weekend in einem Beitrag von 1999. Dieser Film war, wie sich einige erinnern werden, Teil unserer Godard-Reihe, bei der Rembert Hüser auch schon mitgewirkt hat. Verwiesen sei auf seinen Beitrag zu La Chinoise, der im Rahmen des von Vinzenz Hediger und mir zur Publikation gerade vorbereiteten Sammelbandes bei Finck hoffentlich bald erscheinen wird. Auch dieser Film, der letzte Woche schon zitiert wurde, hat durch das Thema der Studentenrevolution enge Bezüge zu Il Porcile. Ich gebe nun das Wort an Rembert Hüser. Ja, vielen Dank für die nette Einführung, Regine, und ja, danke fürs Kommen. Ist ein ziemlich spannender Film, den man eigentlich nicht so oft zu sehen kriegt. Porcile ist der Film, deutsch der Schweinestall. Bevor wir uns gleich in ihn hineinbegeben, uns in ihm umsehen werden, Kontakt mit den Schweinen aufnehmen, möchte ich mich hier vorab vor allem auf die Anlage konzentrieren. Die übergreifende Konstruktion, die vielen kleinen Handlungen und Ereignisse des Films zusammenhält. Wie ist der Schweinestall, ein Zitat, geschlossener Raum zum Aufenthalt für Vieh, dem Grimmschen Wörterbuch zufolge gebaut? Wie hängen Schrift, Film und Gebäude miteinander zusammen? Was ist die Architektur des Ganzen? Der Stall, mit dem wir es hier zu tun haben, ist dokumentarisch und fiktional und um einiges größer als dieser Film. Zugleich ist es ein Stall, der sich historisch präzise datieren lässt. Dies ist nicht einfach ein Gebäude der Landwirtschaft mit ganz viel Mist, für dessen Säuberung schon in der griechischen Mythologie gestandene Helden wie Herakles erforderlich waren. Nein, der hier ist schon ein ganz spezieller Stall, der etwas mit einem programmatischen Umschlag in den Protestbewegungen der 60er Jahre zu tun hat, bei der es in einer ersten Annäherung um die Infragestellungen der Aktionen und der Kader geht, um Formen neuer Familienbildungen im Rahmen eines antirealistischen Programms und die Möglichkeit von Politik. Ich möchte einmal versuchen, diesen großen Stall der Schweine dieses Jahres 1969 zu zimmern und von außen zu umkreisen und damit zugleich besser auf die Frage der Genealogien Acht geben zu können. Die Unterteilungen, die Bewegungen, die Verläufe, die Gitter, die Zwischenräume, das Dach besser zu sehen. Die vielleicht etwas aussagen können über das Aufkommen der Gewalt und der Albernheiten in diesem Film mit seinen vielen abrupten Wechseln, parallelen Ereignissen und sattsam bekannten Strukturen. Eine der Fragen, die der Film stellt, könnte vielleicht sein, wie soll es weitergehen? Oder sollen wir uns gleich ins Bett legen, wenn der Protest nicht erfolgreich ist? Wo die PCI in Italien doch schon lange gemeinsame Sache mit den Christdemokraten macht. So gesehen könnte man vielleicht auch anders sagen, wie vermeidet man Melancholie? Auf welche Seite würden wir uns heute selber schlagen in der Gehorsam, Ungehorsam, weder Gehorsam noch Gehorsam Typologie der Kinder, die der Film gleich zu Beginn aufmacht und die über die Zukunft entscheidet? Was ist die Herkunft eines solchen Ansatzes? Aus welchem Stall kommt dieser Schweinefilm? Mein erstes Argument ist,
Um die Schweine 1969, 2014 zu verstehen, muss man sie zusammen sehen. Es geht hier nicht einfach um Leben und Tod und den heroischen Einzelnen, womit so viele Filme sich wichtig tun, sondern um etwas, das dazwischen liegt und damit zuallererst um ein Neudenken des Lebens als Zusammenleben. Vom Nebeneinander. Also wenn überhaupt, dann das Leben und der Tod in der Gruppe. Pasolinis Film als Autorenfilm zu diskutieren, als Teil eines Werks und Vision eines individuellen Künstlersubjekts, griff in dieser Perspektive zu kurz. Dazu sieht sich der Film selbst viel zu deutlich als Element in einer Reihe, an der ganz viele mitgearbeitet haben und von Zeit zu Zeit auch nach wie vor mitarbeiten. Der Vorspann, der den Film mit einer eigenen Bildreihe kommentiert, einzig einen Stall mit Schweinen zeigt, spielt dies bereits im Einzelnen genau durch. Zum einen situiert er die Geschichte der eigenen Produktion mit diesem dokumentarischen Filmmaterial selbst explizit im Raum der Diagese. Gerahmt von einer Aufsicht und einem Querschnitt und diffusen Aktivitäten und Bewegungen in grob unterschiedenen Feldern, darunter werden im Schwenk die Namen der Akteure der verschiedenen Bereiche mit ihren nicht einfach aufeinander verrechenbaren Autorschaften über halbnahe Aufnahmen der Stallbewohner, der Insider, projiziert. Diese Selbstverortung des Filmschweinestalls ist kein Karlauer. Diese Selbstverortung als Filmschweinestall ist kein Karlauer, sondern stellt einfach nur sachlich fest, dass man sich selbst als Teil dieser Geschichte begreift. Auch mit unserer Arbeit kommen wir hier nicht heraus. Wir haben hier nicht einfach die Wahl. Klar ist damit, in diesem Film sind nicht mehr einfach nur die anderen die Schweine. Hier ist der Schweinestall, wie wir ihn angerichtet haben. Die Schweine haben damit auch das letzte Wort der Produktion. Der Titel des Films und die beibehaltene Innenperspektive signalisieren, dass die Struktur hier wichtiger ist als die Geschichten, die sie generiert. So gesehen ist Porcile für mich denn auch eher eine Gemeinschaftsproduktion von dem, was immer etwas hilflos und ungenau 68 genannt wird. Ein Open-Air-Sitz in einem kollektiven Omnibusfilm. Schweine in einer noch zu bestimmenden Bedeutung liegen 1967, 69 einfach in der Luft. Innerhalb weniger Jahre entstehen in Italien, Schweden, Deutschland, Japan, den USA eine ganze Reihe sonderbarer, unorthodoxer, grimmig erzählter, scheinbar assoziativer, kompromissloser Filme, Bücher, Kompositionen, Happenings, voll von Gewalt, die den jeweiligen Stand der internationalen Revolution kommentieren und allesamt das Schwein im Schilde führen. Geht man das Who is Who der Intellektuellen und Künstler jener Jahre durch, hat es den Anschein, als ob nahezu jeder von ihnen in diesen Jahren sich in irgendeiner Arbeit mit dem Schwein, dem Stall und der Maßlosigkeit und dem Kannibalismus auseinandersetzt. Ende der 60er Jahre denkt das Schwein mit aller Macht in die Kette der Möglichkeiten. Ist plötzlich in aller Munde. Politisch-ästhetisch wird das Schwein zum übergreifenden Rezept. Könnte ich den ersten Clip sehen, bitte? Also die Qualität des Clips ist grauenhaft, das bin ich entschuldigt. Un morceau.
In Jean-Luc Godards Weekend wandert das Schwein 1967 angesichts der apokalyptischen terroristischen Szenarien des sich beschleunigenden Kapitalismus vom Feuer des Grills der Militanten einer andere Logik von zeittestenden Kommune im Wald zu den Erzählweisen zur Bildproduktion, zur Schrift als Bild. Und zum Prinzip der Mischung aller drei, die Touristenklasse, Familie, Gender, Stück für Stück verzehrt. Im Übergang vom Bild zum Text wird der Tod annonciert, der nicht mehr eine reine Aufgabe ist. Ende der Geschichte, Ende des Kinos, Schwein. Dein Mann, deine alte Familie, deine neue, gib mir bitte noch ein Stück. Schwein ist ein loses Bindemittel, ein Anfang, der in Rechnung stellt. Und da ist eins der Rezepte, die Geschichte zu zerstückeln, die Werke zu mischen, grundsätzlich anders zu erzählen. Porcile trifft in dieser Hinsicht eine radikale Vorentscheidung. In diesem Film wird nicht einer, sondern werden gleich zwei eigenständige Filme mit unterschiedlichen Stoffen, unterschiedlichen Zeitebenen, unterschiedlichen Topografien, unterschiedlicher Verwendung filmtechnischer Mittel und in unterschiedlichen Erzählweisen auf einmal erzählt und unkommentiert bruchlos ineinander geschoben. Porcile sei ein Sonett in der Manier Petrarcas über ein Thema von L'Autriamont, merkt Pasolini dazu an und bezieht dabei seine Emphase aus der Literatur. Aber auch im Film geht es so in einem Fort hin und her, geht eine Vulkanlandschaft mit einer Kannibalenhorde und eher mittelalterlichem Personal umstandslos in eine streng symmetrische Nachkriegsvilla deutscher Großindustrieller und Ex-Nazis in Bonn-Bad Godesberg über, die zugleich dokumentarisch die Villa Pisani ist, in der Mussolini und Hitler sich das erste Mal trafen und umgekehrt und dann wieder zurück. In den politisch-künstlerischen Manifestationen dieser Jahre lässt sich beobachten, dass der Umgang mit dem Dreck, der Gier und dem ältesten Haustier der Welt, das Zivilisation und ihr Gegenüber gleichermaßen auf den Nenner bringt, a. zunimmt und b. zugleich spielerischer und militanter wird. Bis hinein in die Populärkultur. Selbst die Beatles kommen in diesen Jahren ohne Schwein nicht mehr aus. Im White Album von 1968 halten die Schweine ihren eigenen Song, der selbstbewusst barock, mit Hafenklängen zwischen den melancholisch-existenziellen Songs Blackbird und Rocky Raccoon anspaziert kommt. Grunzgeräusche vom EMI, Geräuscheffekte Tape Animals and Bees, werden dabei mit den Stimmen der Beatles gemischt. Welche Geräusche menschlichen und welche tierischen Ursprungs sind, ist nicht mehr ausmachbar. Kann ich den nächsten Clip haben, bitte? Bei allen verwischten Ursprüngen von Tieren und Menschenlauten werden allerdings an einer Stelle in diesem Beatles-Song, in der Zeile "In their eyes is something lacking, what they need is a damn good whacking", die Lead-Vocals künstlich gedoppelt. Ein gespenstisch-autoritärer Eingriff. Die Zeile wird die Lieblingszeile eines der Lieblingssongs der Charles Manson Family und wird 1969 bei dem Sharon Tate La Bianca Ritual Morden in Bel Air, Los Angeles, von den Mitgliedern der Family programmatisch abgekürzt und von Bobby Beausoleil, der für Kenneth Angers Lucifer's Rising den Soundtrack komponieren und die Hauptrolle spielen sollte, im Tatort mit dem Blut der Opfer als Manifest an Tür und Wand des Wohnbereichs geschrieben. Vergegenwärtigen wir uns die Ausgangsposition der Söhne und Töchter dieser sogenannten 68er-Generation. Hamlet liegt wieder auf dem Tisch. Wie lässt sich agieren, wenn er uns an jeder Ecke ins Gesicht gesagt wird, I'm thy father's spirit? Wie gehen wir um mit der gespenstischen Selbstidentifizierung des Vaters inmitten der Kontinuität faschistischer Gewalt in der Gegenwart? Was geht zwischen den Generationen vor? Bei Hamlet geht es nicht um Existenzweisen, kein Ein- oder Nichtsein, das ist nicht ontologisch gemeint, sondern um eine Form von Trauerarbeit, die die missglückte Einverleibung Stück für Stück in einem Aufbrechen der liebgewonnenen Rundengeschichten mit den Gespenstern, Toten und Dingen zusammen zu adressieren versucht. Dafür gilt es sich allererst einzugestehen, dass der Heroismus der eigenen Stimme selbst prekär geworden, lange schon nicht mehr das Maß aller Dinge ist. Das allgegenwärtige, fast ist man versucht zu sagen, erdumkreisende Schwein dieser Jahre, ist stets auf Szenen der Oralität bezogen, an sich alles in den Mund stecken, Kannibalismus. Das wird bereits im ersten Bild Porcilis in einer Pre-Title-Sequence als Vorgabe in Stein gehauen. Wobei die Vorgaben der Elterngeneration, die Gesetzestafeln, die im Staub einer Vulkanlandschaft liegen, nicht die Form eines monolithischen Blocks, sondern die einer einzelnen Seite haben, die die Spuren von Umwelt und Benutzung zeigen, eingerissen, gewellt, aufgeblättert sind. Und wenn diese Tafeln dann im Film nach einer halben Stunde wiederkehren und die Protagonisten in einer Art innerem Monolog wie archaische Zwischentitel mit betont in Stein gespeicherter Mündlichkeit adressieren, wissen wir. Und auch, dass sich diese uns nicht einfach entziehen, sondern uns weiter verfolgen werden.
Für Film heißt Kannibalismus, ein Film frisst den anderen. Wie es der Film, den wir gleich sehen werden, exemplarisch vorführt. Kannibalismus ist in Port Chile gleichermaßen Stoff wie Verfahren, an dem die Frage von Tradition, Gedächtnis, Gehorsam, Ungehorsam und keins von beiden ausagiert wird. In Port Chile setzen sich die runtergeschluckten Filme dieser Jahre nahezu bruchlos fort, machen inkorporiert in ihrer Höhle kurzerhand weiter. Da stehen dann etwa Jean-Pierre Léo und Anna Wierczemski aus Godard's La Chinoise von vor gerade mal 2 Jahren plötzlich im Raum, als sei nichts geschehen, und setzen ihre große Liebe und Selbstbefragung bourgeoiser Kinder zu Zeiten des Protests ungerührt fort. Wie viel hier stilistisch Godard, wie viel hier Pasolini ist, lässt sich nicht ohne weiteres entscheiden. Ist letztlich auch eher Tralala, wo es doch vor allem im Film auszuprobieren gilt, wie man von den Resten leben kann, den Überbleibseln zehrt. Und dabei die Protokolle der öffentlichen Vorführungen und Routinen, die einem vorgegeben werden, immer weiter umzuschreiben vom Mark. Sodass nichts, rein gar nichts, einfach nur Musik in den Ohren ist. Als der Komponist Hans-Werner Henze 1969 eingeladen wurde, seine 1968 in Hamburg abgesetzte Komposition Fluss der Medusa in London mit dem englischen Kameraorchester in der Queen Elizabeth Hall zur Aufführung zu bringen, wechselt er aus Protest kurzerhand das Programm und präsentiert eine gänzlich neue Komposition mit dem Titel Versuch über Schweine, das ein Gedicht des chilenisch-deutschen Publizisten Gaston Salvatore zum Anschlag auf Rudi Dutschke in der Form einer 20-minütigen Kantate adaptiert. Salvatores Gedicht, das in Kurzbuch 15 veröffentlicht worden ist, heißt Versuch über unser einen. Hat das Motto den Satz, die Bourgeoisie ist eine Krankheit, und hört auf, Zitat, es ist vielleicht Zeit, weil du nicht leer bist, alle deine Schmerzen zu umfassen und all die Erinnerungen, die du nie haben wirst, und die Schmerzen der anderen, Zeit hinauszugehen, Bote der Kriege, auch wenn dir die Worte nicht beistehen, auch wenn dich deine Gedichte, deine Gerüche genieren und deine eng gewordenen Schatten, auch wenn dich manche Umarmung aufhält, und die gewalttätigen Dinge wie Gewehre auf dich gerichtet sind, ist es Zeit, dass du hinausgehst, dorthin, wo dich dein Schuss erwartet. Zitat Ende. Wenn Versuch in der Überschrift bei Henze und Salvatore auf die europäische Tradition des Essays anspielt, die mit Montaignes Text über die Kannibalen einsetzt, wird in der näheren Bestimmung gutmündlich unser einen zu Schweinen verschliffen. Ich hatte jetzt eigentlich vor, einen Ausschnitt aus dieser Kantate irgendwie zu zeigen, aber ich habe das nur mit so einem relativ alten Audio-File gefunden, den wir jetzt hier nicht abspielen konnte. Also deshalb müssen versuchen, sich das im Internet anzuhören. Also Henze, Versuch über die Schweine. Und so wird in diesen Jahren die Rede selbst die Prämissen der politischen Praxis komplizierter. Der Hauptwiderspruch verabschiedet die Konflikte zahlreicher und lokaler. Kapital und Arbeit deckt nicht mehr alle Konflikte ab. Einfache identifikatorische Modelle, das Familienbild mit dem Volk, das den Faschisten gegenübersteht, will nicht mehr so ohne weiteres funktionieren. Am 23. August 1968 hatten die Yippies noch ein Schwein, Pigasus the Immortal, zur Democratic National Convention nach Chicago gebracht und für die Präsidentschaft der USA nominiert. Zitat, but the candidacy of the pig threw the Yippies into heavy factional fighting. Some Yippies wanted to kill Pigasus in a gigantic pig roast for everybody to eat. The Democrats nominate their presidential candidate and he eats the people. We nominate our candidate and we eat him. We devour our candidate before he devours us. We did not know anything about pigs. We arrived at a second term and at a second farm and saw pigs in all ages and sizes. We started laughing. We laughed so hard, our insides hurt. Did the big wheels of the Democratic Party have as much fun picking their candidate? I mean, pigs really do smell badly. They do need a bath. They offend the sensibilities. We met the man in a straw hat who ran the farm. We told him we needed a pig for a school play. We pulled out $25. Take anyone you want, he said. 50 black and gray pigs were running around. Man, they were dirty, and fuck, they smelled like pig shit. The farmer told us to catch our own. We all crowded together into the truck. It was hot. Pigasus jumped up and down ferociously. Every 10 minutes, we had to pull into a gas station to pour water over him. He kept screeching and freaking out, but he didn't mess with us once. I learned a heavy lesson. Four-legged pigs aren't violent. Do It, die Programmschrift von Jerry Rubin mit dem Vorwort von Black Panther, Erich Cleaver, aus der ich gerade zitiert habe und die Verhältnisse mit dem Schwein zum Tanzen bringen soll, buchstabiert die neuen Lektüre-Anforderungen auf dem Cover aus. Lautes Lesen, Studieren, Memorieren und Debattieren des Buches reichen ab sofort nicht mehr aus.
Wie Filme nicht mehr einfach nur entlang der Narration durchgesehen werden sollen, soll das Buch nicht einfach durchgelesen, sondern durchlebt, verbrannt, geschluckt und aufgefressen werden. Das gefräßige Schwein hat die Verfahren erreicht, die physisch geworden sind. Andere Texte und Schreibstrategien rücken damit in den Blick. Wie zum Beispiel dieser Roman des amerikanischen Ambulanzfahrers von 1944 in Neapel über die unmittelbare deutsche Nachkriegszeit aus dem Jahre 1949 in den 60er Jahren plötzlich wichtig wird. Die Geschichten erhalten andere Dreh- und Angelpunkte, die die Konstruktionen stärker zeigen. Porcile nimmt sich etwa für den Umgang mit den Vätern das SS-Ahnenerbe vor, genauer gesagt den forcierten Aufbau der jüdischen Skelettsammlung im KZ Natzweiler-Struthof von SS-Hauptsturmführer Professor August Hirt 1943 für die Anatomie der Reichsuniversität Straßburg, an die er 5 Jahre zuvor von der Universität Frankfurt gewechselt war. Sie kennen Hirt wahrscheinlich als Kegelpartner von Adolf Eichmann aus der zweiten Szene von Rolf Hochhutz, der Stellvertreter. In Porcile hat sich Hirt zum Nachkriegsindustriellen gemausert und den schönen Namen Herdhitze angenommen. Er hätte auch Topf heißen können oder Topf und Söhne, was an die Öfen und die Vulkankrater im Film erinnert, in dem die Köpfe verschwinden. Wie alle Nazis in Porcile wird Herdhitze von einem italienischen Komiker gespielt, von einem der bekanntesten sogar, Ugo Tognazzi. Porcile erzählt die SS-Ahnen-Erbe-Skelettgeschichte aus Auschwitz nun mit einer doppelten Pointe. Zum einen sind es in der Nachkriegsgesellschaft die Nazis, die, bevor sie am Ende fusionieren, aus der Nazi-Vergangenheit Herdhitzes Kapital zu schlagen suchen, um ihn als ökonomischen Rivalen auszuschalten. Also sie wollen ihn outen. Nun geht es in der Logik der Nachkriegsgouvernementalität, die Porcile erzählt, nicht mehr um die Entscheidung über Leben und Tod durch den Staat, sondern um die Regulation der Lebensbedingungen für die Bevölkerung in Zusammenarbeit mit den Wissenschaften, die in verschiedenen Bereichen praktisches Wissen sichtbar machen und zur Verfügung stellen sollen. Porcile greift dies in einer Parallelgeschichte auf, die mit dem Namen des untergebenen Herdhitzes spielt. Der zugrunde liegende Witz hier ist, dass im Gegensatz zu den anderen Porcile-Nazis mit ihren Gesichtsoperationen und neuen Namen Ding tatsächlich existierte. Wenn ich kurz vorstellen darf, SS-Sturmbannführer Dr. Erwin Ding. Assistent von Dr. Professor Hirt, auch ein Wissenschaftler, Spezialist für Typhus-Experimente bei KZ-Häftlingen und führende Figur im SS-Ahnenerbe. In Porcile wird nun der Witz seines Namens ausbuchstabiert, um die Nachkriegsstruktur der Politik zu zeigen. Ding ist die neue Kontaktfigur zwischen Nazis und Bevölkerung. Wenn die Nazis sich gegenseitig mit Technologie-Metaphern schmeicheln und aus Herdhitze der Heizkörper wird, was uns an Gertrude Steins Antwort auf die Frage der amerikanischen Soldaten, was sie denn gerne aus dem Führerbunker in Berchtesgaden als Mitbringsel hätte, erinnern lässt, Zitat, what I wanted was a radiator. Hitler did have splendid radiators, and there was one all alone which nobody seemed to notice but a radiator, a large radiator. What could I do with it, they asked. Put it on a terrace and grow flowers over it, I said. But our courage was not equal to the weight of it, and we sadly left it behind. Mündet die kannibalen Schweingeschichte in zwei parallelen Märtyrergeschichten, die die gesellschaftlich verschluckten Themen von sexueller Differenz, Sodomie und Jouissance als politisch zentrale Gegenstände profilieren. Der Kannibale sagt am Ende seine einzigen beiden Sätze im Film, bevor er den Hunden zum Fraß vorgeworfen wird. Während der gehorsam ungehorsame Sohn wortlos die Schwelle zum offenen Schweinestall überschreitet. Der Eintritt in den Schweinestall ist das geheime Zentrum von Porcile. Auf dem Weg dorthin findet sich auch das irritierendste Bild des ganzen Films. Schönen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Rembert Hüser, für diese Mischung aus Satire und Wissenschaft. Eine ganz kurze Pause haben wir jetzt. Wir bauen hier noch um und dann durch einen Gong werden wir gleich signalisieren, wenn es weitergeht. Bis dahin ist auch das Filmcafé hier im Foyer nochmal geöffnet. Zu essen gibt es zwar wenig, aber Sie können sich mit Getränken ausstatten. Bis gleich. Ja, das war Porcile und begrüßen Sie nochmal den Referenten Rembert Hüser und Regine Prange hier vorne bei uns. Ja, wieder ein grimmiger
eine grimmige Darstellung des gesellschaftlichen Status quo, wie wir ihn auch letzte Woche ja schon gesehen haben, vielleicht noch eine Spur düsterer. Auf jeden Fall endet auch dieser Film wieder mit der Verspeisung eines Helden, muss man ja schon sagen, also nicht der Rabe letzte Woche in Große Vögel, kleine Woche und hier also Julian. Ja, um auf den Vortrag zurückzukommen, du hast ja sozusagen die Allgegenwart des Schweins und des Schweinischen in der Kultur und zwar querbeet, also durch alle Gattungen und Niveaus dargestellt, sozusagen, ich habe es verstanden als eine Dokumentation der Einsicht, dass sozusagen die Opposition gegen den Kapitalismus oder Faschismus sozusagen nicht so einfach darzustellen ist oder zu denken ist, so dass man also auf der einen Seite nun, wie hast du dich ausgedrückt, das Familienbild mit Volk gegen die bösen Faschisten stellt, sondern sozusagen das Schweinische geht durch alle Ebenen hindurch. Das war ja sozusagen also auch der Vorschlag, wie man den Film zu verstehen hat. Ja. Damit ist die Diskussion eröffnet und wir sind gespannt, was sich hier als Fragen oder Kommentare von Ihrer Seite auftut. Geben Sie ein kurzes Zeichen, dann komme ich zu Ihnen mit dem Mikrofon. Da ist Vinzenz. Erlauben wir mal von oben. Ja, vielen Dank. Toller Vortrag. Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, ob Uccellacci Uccellini ein grimmiger Film ist. Das greift ein bisschen zu kurz, glaube ich, denn die Tonalität ist ja dann doch auch eine humoristische und das sollte man nicht ganz unterschlagen. Hier scheint mir etwas anderes oder beim Zuschauen ist mir noch was anderes eingefallen und aufgefallen. Du hattest ja dieses Zitat gebracht von Pasolini selbst, wo er sagt, das ist wie ein Sonett von Petrarca mit einem Thema von Lautréamont. Und das ist einerseits eine literarische Referenz, erhebt aber auch einen ganz bestimmten Anspruch an die Form des Films. Und irgendwann so gegen Ende bin ich da gesessen und habe gedacht, das ist ein schöner Film. Ja, ist ein schöner Film. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Er ist in gewisser Weise sehr streng durchkomponiert, aber er lässt sich auf das Niveau seiner Gegenstände in gewisser Weise nicht herunter. Und es geht eher so in so eine Richtung dessen, was Malraux mal gesagt hat über die Kunst, aus Anlass von Goya. Die Kunst ist ein Medium, mit der der Mensch sein Schicksal bemeistert. Die eigentliche Provokation an dem Film für mich jetzt war seine Schönheit. Und ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst oder dazu was sagen kannst und wie du diese, also du hast es ja auch zitiert und auch noch gelesen, aber diese Petrarca-Referenz ist ja nicht banal. Das finde ich einen sehr guten Punkt. Das ist mir selber auch erst, ehrlich gesagt, beim wiederholten Sehen des Films aufgefallen. Ich hatte erst nach ganz anderen Sachen geguckt und dann, also ich würde dem voll und ganz zustimmen. Und ich glaube auch, dass es einfach, dass es visuelle Entsprechungen gibt, dass zum Beispiel, also wenn man, wenn es um das, auf der einen Seite geht es das Thema Lautréamont, also dann, wenn man einfach Szenen nimmt, wie, was weiß ich, die Kopulation, also in den Gesängen von Maldoror, die Kopulation des Beobachters mit dem Haifischweibchen im blutenden Meer. Also das sind Sachen, die man direkt übersetzen kann. Aber auf der anderen Seite gibt es so etwas wie eine Entsprechung der Architektur und der Art und Weise, wie Architektur gefilmt worden ist mit der Sonettform. Zum Beispiel von Petrarca. Das heißt, worauf ich ja noch mit abgehoben hatte, war, dass die interessante Sache in den beiden Filmen, die ineinander geschoben wird, ist auch die Strenge, mit der jeweilige Verfahren beibehalten werden für diese Teile. Also das von Symmetrien, wo Totale verwendet werden und andere. Und das ist wirklich wunderschön komponiert. Und also ich kann mir ganz zustimmen und ich glaube eben, dass dieses Verhältnis von Stoff und Struktur, was ich meinte, dass sich das genau abbildet in genau diesen beiden Teilen. Und das macht viel von dieser Schönheit aus. Also ich stimme dem ganz zu. Das ist ein richtig schöner Schweinefilm.
Ja, in diesem Sinne ist es aber auch, ist die Schönheit ja nicht vom Gegenstand zu trennen. Also so würde ich das eher nicht lesen, dass er sich in dem Sinne jetzt nicht auf seine Gegenstände einlässt und das sozusagen, sich auf die Niedrigkeit seiner Gegenstände nicht einlässt. Also das fände ich dann jetzt keine adäquate Beschreibung. Also das ist ja gerade sozusagen die Form. Ja, dann nochmal. Also auf das Niveau seiner Gegenstände. Also es ist eine Schönheit, die sich sozusagen nicht mit dem Niveau ihrer Gegenstände gemein macht. Also ich habe es so verstanden. Also jedenfalls verstehe ich die Antwort so, dass ja die Form, also dieser Entsprechung zwischen der Kannibalengeschichte und dieser zivilisatorischen Gegenwartsepisode, die wechseln ja immer ab, dass diese formale Komplementarität dieser beiden Teile eben die Ästhetik des Films ausmacht, aber eben auch als inhaltliche Aussage immer, ne? Also weil es ja nicht zufällig ist, wie es hin und her geht und die Motive werden über die Form und die Kontraste der Form ja auch, wird ja etwas lesbar. Ne? Vielleicht könnte man dem mehr nachgehen, vielleicht gibt es dazu Ideen. Ich glaube tatsächlich, dass das Entscheidende ist, die Schönheit und die formale, strenge Komposition dieser beiden Teile. Also ich habe nur eine Beobachtung von Georg Seslen gelesen, der nun auch die Kamera verschiedenen Kameraarbeiten vergleicht und sagt eben bei dieser Kannibalengeschichte sind es immer wechselnd Totalen und Großaufnahmen, aber es ist sozusagen so eine unkontrollierte oder suchende Kamerabewegung, die eigentlich immer in einer breiten Achse geht, ne? Und manchmal auch ja die Protagonisten aus den Augen verliert, man sieht die dann gar nicht oder so. Und dann die Gegenwartsepisode mit Jean-Pierre Léo und Anne Wiasemski, die spielt ja immer in ganz klaren Tiefenräumen. Ne? Das sind Tiefenachsen, ne? Mit stark perspektivischen Räumen, die auch in den Bildern so gespiegelt wird und in der Architektur des Schlosses und so weiter. Und die bewegen sich ja immer in den Achsen, in den Symmetrieachsen dieser Zentralperspektive. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt dieser Schönheit, ne, des Films, also auch die Farbigkeit, die Musik, ganz wirklich sehr, sehr genau komponiert. Ja, gibt es zu dem. Ja. Ja. Ich würde gerne anschließen an diese Frage der Komplementarität der beiden Teile. Also vielleicht ist die Beobachtung auch zu banal. Auf jeden Fall ist es klar, dass man den Film nicht auf eine eindeutige Aussage reduzieren kann. Aber ich habe mich gefragt, ob man vielleicht nicht das gemeinsame Problem der beiden Teile in der Transgression sehen kann. Also in dem Sinn, dass es in dieser vormodernen Welt eine ganz klare Transgression gibt, die man ja mit Bataille auch lesen könnte, denke ich. Also eben, dass in einer ganz klar christlich markierten Welt Tabubruch und dass in dieser Welt nach dem Zweiten Weltkrieg eben der Tabubruch nicht mehr möglich ist, weil alle Schweine sind, alle mit allen paktieren und dass dann der, ja, das wäre eben die Frage, gibt es da doch einen Skandal, einen Tabubruch, etwas, was man eben nicht sagen, nicht besprechen kann und liegt ja dann darin, dass der Täter, also der in der vormodernen Welt die Täterrolle einnimmt, sich zum Opfer macht? Oder gibt es eben keinen Tabubruch, keinen Skandal mehr und besteht darin das Problem des Films? Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Ich meine, der Film versucht ja beide Geschichten am Ende zusammenzuführen. Die werden ja also, und zwar beides auch durchaus als Art Märtyrergeschichten. Also das heißt, also der Film wird ja ziemlich christlich eigentlich am Ende. Und das eben, ich finde auch gerade diese die Stelle, also wenn man sich allein formal anschaut, wie Leo in den Schweinestall eintritt, ist es extrem christlich gefilmt. Also mit der offenen Tür, mit dem Licht, das von hinten kommt, mit Leo, der eintritt und der dann die Schwelle übertritt und dann in diesem Raum verweilt. Und ich glaube, dass wirklich sehr viel auch mit dieser Beobachterfunktion von diesem kleinen Mädchen abhängt.
Also je nachdem, wie man diese zweite Szene irgendwie liest. Also ich würde mit der Lesart der ersten Vorlesung ganz übereinstimmen. Aber dann eben die Frage ist, was passiert eigentlich genau mit Leo an diesem Punkt? Und wie wird darüber dann auch von der Dorfgemeinschaft, weil es geht ja auch immer um die Gemeinschaft, also wie redet man über das Leben und das Zusammenleben oder dieses neue Leben an diesem Punkt? Und das heißt, während Sodomie natürlich oft ein Thema ist, ist es trotzdem etwas, was auch nicht artikuliert wird und wo auch nicht drüber geredet wird. Und ich würd gerne über dieses kleine Mädchen reden. Eine Wortmeldung, bitte. Ich hätte eine Frage, aber erstmal danke noch für den unheimlich anregenden, schnellen Vortrag und... Und die Auswahl des Films, also ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen und danke, dass er hier auf der Leinwand und in der schönen Kopie zu sehen war. Wird in seiner Prägnanz und Drastik auch noch lange nachhallen. Ich würde gerne anschließen, weil wir jetzt so ein bisschen mit dieser christlichen, mit dem christlichen Ende aufgehört haben. Ich weiß nicht, ob sich die Frage beantworten lässt, aber ich wäre an Spekulationen interessiert. Warum lässt Gott den Julian, also Jean-Pierre Léauds Figur, weder lebendig noch tot? Ja, also ist eine interessante Frage, weil es fängt ja im Prinzip ja am Anfang schon mit der merkwürdigen Stimme in den Steintafeln an. Also die Frage ist, also erstmal ist die Frage, wo man Gott im Einzelnen platziert in diesem Film. Und es gibt ja, und wir hatten in der Pause kurz darüber irgendwie gesprochen, es ist diese Erzähler Gottes Autoritätsstimme, die am Anfang also sich an die Kinder richtet. Also die deutschen Untertitel waren nicht vollständig am Anfang, da fehlten ganz viele Teile. Die interessante Sache ist, dass sich diese Stimme, die man als eine Elterninstanz und eine Gottesinstanz und eine Autoritätsinstanz im Einzelnen lesen kann, dass die diesen Film am Anfang rahmt und dass sie nach 30 Minuten, 35 Minuten einfach wiederkehrt und dann variiert und dann als eine merkwürdige Erzählinstanz dann irgendwie mündlich auch in die Diägese irgendwie eingreift, Leute adressiert. Das heißt, es gibt eine Verschiebung von diesen Autoritätsinstanzen innerhalb dieses Films. Und das ist... Und da ist eben dann die Frage, wo dann eben, also was aus dieser Gottinstanz dann wird. Also viel mehr will ich gar nicht spekulieren. Marc Ziegler? Ja, ich hatte zwei Anmerkungen. Erst, ich finde, aus Verbindung zwischen den zwei Teilen, natürlich die Figur von Ninetto Davoli spielt eine sehr große Rolle, der dann in beide Teile, das passt, glaube ich, Rembrandt, sehr gut zu deinem unglaublich tollen Bearbeitung dieses Filmes, war er es dann auch die Person, die zuschaut. Die Person, vielleicht wie dieses kleine Mädchen am Ende, ich weiß nicht genau, aber die Person, die dann auch weiter erzählen könnte, die dann am Ende gesagt wurde, in den gegenwärtigen Teil, man soll nichts weiter erzählen, aber in den anderen Teil, er guckt zu und sieht. So in dem Sinn, das, was passiert, wird dann weiter erzählt. Klatsch. Aber das nur zum einen einfach reinzuwerfen, aber dann interessiere mich auch für die Frage des Fressen, des Fressens hast du dann aufgearbeitet, auch mit dieser Jerry Rubin Ding, dass man so ein Buch, dass man das Buch isst, in dem Sinn, man das verinnerlicht. Ich denke auch zeitgleich, vielleicht ist es nicht direkt relevant, aber wenn man denkt an Vincents Vortrag letzte Woche, man denkt an diese Interesse an der dritten Welt, was auch vielleicht da reinkommt mit dieser primitive Mount Etna, Pierre Clementi-Sequenz, dass man denkt an die Relevanz von Anthropophagie
in Brasilien in genau zu diesem Zeitpunkt wieder aufgenommen, diese modernistische Bewegung, wo dann das Auffressen von Kultur eine Art postkoloniale, wenn man will, Widerstand ist. So, auf jeden Fall wollte ich dann erstmal das einführen, diese postkoloniale Widerstand, Anthropophagie, auch ein anderes historische zeitgleiche Fressen, und einfach deine Überlegungen zum Fressen, weil in einem frisst man, in dem anderen Teil wird man gefressen. Ja. Also es wird ja ganz häufig zusammengedacht, also jetzt dieser zweite Punkt. Man könnte jetzt gerade auch über Postkolonialismus, Dekolonialisierungsbewegung könnte man noch viel mehr, also jetzt von diesen Kannibalismusgeschichten auch gerade, also mich interessiert das ja in so einer ganz engen Zeiteinheit. Also was passiert im Prinzip zwischen, sagen wir zwischen 1967 und 70? Also so, das heißt, ich glaube, dass es da eben so einen Umschwung einfach in der politischen Programmatik von 68 gibt. Und deshalb findet man so viel von diesen Filmen, die an ganz ähnlichen Sachen arbeiten. Aber vielleicht ganz kurz zu der Frage von Kannibalismus und Einverleibung. Also bei mir waren erstmal zwei Sachen, die waren im Hintergrund, die ich nicht weiter ausgeführt habe. Das heißt, die eine Geschichte ist einfach die Art und Weise, wie Einverleibung im Konzept von Psychoanalyse funktioniert. Das wäre bei mir im Wesentlichen über Abraham Turok. Und es geht dann einfach um eine bestimmte Lektüre von Trauerarbeit. Das heißt, es gibt, also bei Trauerarbeit funktioniert ja normalerweise so, dass man Besetzungsenergien stückweise abbaut, also Stück für Stück. Und diese Stücksache ist extrem wichtig. Und das heißt, also wenn man über Abraham Turok irgendwie argumentiert, ist es so, dass die also missglückte Introjektion oder Inkorporation führt dann einfach dazu, führt zu Melancholie und Blockaden und man baut eine Art Krypt oder Krypta in sich irgendwie auf, wo dann im Prinzip die nicht verarbeitete Vergangenheit einfach weiter residiert und weiter agiert. Das heißt, da ist Kannibalismus relativ zentral und die haben das an Lesarten von Hamlet und so durchgespielt im Einzelnen. Und also das ist so eine der Theorien, die mich da informieren würde. Und die andere Sache, die für mich sehr, sehr wichtig ist bei Kannibalismus, ist, dass Kannibalismus eine der zentralen Metaphern auch für Geselligkeit ist. Das geht zurück bis ins 18. Jahrhundert und für Soziabilität, das heißt, und für Freundschaft. Also bei Novalis in Fragmenten um 1800 ist die größte Teil des Freundschaft ist, den Freund zu essen. Und das sind Punkte, die dann entsprechend weitergeführt werden. Das heißt, und es geht dann, mich interessiert eben genau dieser merkwürdige Aspekt von dieser Verschränkung von Fressen oder gefressen werden oder du sagst auch in der Pause, man hat sich zum Fressen gern, aber das ist im Prinzip eine bestimmte Semantik, die sich dann einfach so durchzieht. Also das wären erstmal so die beiden Hauptstränge, die ich meine. Also mich interessiert sowas wie eine Theorie von Geselligkeit, die etwas zu tun hat mit Kannibalismus und zwar seit dem 18. Jahrhundert. Und der zweite Teil ist die Psychoanalyse mit also Einverleibung, missglückter Trauerarbeit, die eben sowas wie bestimmte Abkapselungen bildet, die dann irgendwie das Gespenst, das Phantom im Einzelnen dann kreieren, so wie man es dann da gesehen hat. Ist da nicht auch die Theorie der Urhorde angesprochen, wenn er davon spricht, also Pierre Clemente, ne, wenn er die einzigen Sätze, die er spricht, sind ja, ich habe meinen Vater getötet, ich habe Menschenfleisch gegessen, dann ist es ja, er hat ja nicht seinen Vater getötet, ne, hat doch einen anderen getötet, viele anderen getötet, aber dieses, ich habe meinen Vater getötet, ist offensichtlich eine Anspielung dann auf diese psychoanalytische Theorie, oder wie verstehst du das? Ich habe es ja in der Einführung, habe ich es ja verhauen, die entscheidende Sache ist ja nicht, dass er zwei Sätze sagt, sondern dass er es immer wieder sagt. Aber es ist schon der einzige Text, den er spricht, ne? Nicht richtig. Ja, immer wieder diese zwei Sätze, das ist ja das Tolle. Ja. Ja, ich wollte vielleicht, da ist noch eine. Sag jetzt doch noch was über das Mädchen. Ein Punkt, von dem man ausgehen könnte, ist die Farbe, das Gelb. Absolut die stärkste farbliche Akzentsetzung im ganzen Film. Und es ist der einzige Ort meiner Erinnerung nach, wo dieses Gelb überhaupt vorkommt. Ja, vielleicht fängst du damit mal was an. äh,
Ja, das war jetzt gemein, weil ich. Aber es ist so die. Ich meine, ich finde erstmal interessant überhaupt die Art und Weise, wie das Mädchen läuft. Und deshalb finde ich das Mädchen auch noch wichtiger als Beobachterin. Also weil die nicht prominent ist. Nino ist der Name des Schauspielers, oder? Ja. Der ist sehr wichtig und hat auch so eine, das ist auf den in den verschiedenen Szenen, wie er eingeführt wird, ist er sehr deutlich markiert. Also das Mädchen ist gerade wichtig, weil es anonym ist und weil es Teil des Volkskörpers irgendwie ist und weil es am Anfang mit seinem Vater zusammen in die andere Richtung läuft und sich dann vom Vater loslöst und mit ihm läuft. Das finde ich total interessant. Und das ist auch diesen Weg begleitet. Und es ist ja, dieses Mädchen wird ja dann nachher in der Klatsch-Gerüchte-Geschichte, ist es die, die es gesehen hat. Also so. Und da taucht sie aber dann gar nicht mehr auf. Deshalb ist sie in einer ganz merkwürdigen Art und Weise als jemand markiert, der anonym dann ist. Und es ist eben, sie ist, genau wie du sagst, sie ist einfach visuell auch noch anders markiert. Also, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Nino ist der Vorname? Ninetto. Ninetto ist auch natürlich markiert, und zwar auch visuell markiert, weil er auch natürlich anders, die Figur ist ja noch wieder eine andere, ist ja eine theatralische Figur oder jedenfalls eine Figur, die aus einem anderen Kontext kommt und auch immer ganz entsprechend ausgewiesene Beobachterpositionen hat, also wo er steht, auf der anderen Seite des Weihers oder auf dem Turm oder so. Es ist diese Beiläufigkeit dieses Mädchens, das denselben Weg geht und anders hin und her läuft, die merkwürdig ist und die eine andere Qualität hat. Das ist nicht der übliche. Also normalerweise ich hasse es, wenn man mit Kindern große Gesten in Filmen macht. Also bei Spielberg das kleine Mädchen mit dem roten Mantel. Das ist so für mich das nackte Grauen. Aber dies hier ist, das funktioniert etwas anders. Und da ist es eben, und ich habe es einfach noch nicht richtig raus, deshalb. Kann ich es nicht an dich zurückgeben, Vinzenz? Wir arbeiten weiter. Ja. Ich würde da gerne noch einhaken, weil mich hat es auch erinnert an La Dolce Vita ein bisschen. Da gibt es ja auch dieses Mädchen, was Marcello dann da quasi den Spiegel ein bisschen vorhält und dann auch so vielleicht darstellt, das sind wir alle, wir sind die Zuschauer und ihr seid alle in irgendeiner Weise angesprochen. Also ist das vielleicht was, woran er sich auch orientiert hat? Er hat ja auch mit Fellini zusammengearbeitet. Wie ist deine Sicht darauf? Mir nochmal angucken, finde ich einen guten Hinweis. Also kann ich jetzt aus dem Stand, ist es, also ich erinnere mich vage dran, aber es ist einfach zu lange her. Diesen Monat zeigen wir Ihnen in zwei. ich werde vorne sitzen und auf das Mädchen gucken. Ja, darf ich vielleicht nochmal eine Frage aufgreifen, die gestellt worden ist nach dem lebenden Toten, ist es ja eigentlich, ne? Es ist ein lebender Toter, der Julian jedenfalls zeitweise. Und warum? Und das hast du zwar schon beantwortet, aber ich vielleicht noch eine Ergänzung. Die Antwort gibt ja eigentlich der Vater Klotz, ne? Also an der Stelle, wo er sagt, ja, Gott kann nichts oder ich kann nichts mit einem Sohn anfangen, der weder opponiert noch mitmacht, ne? Also ist sozusagen dieses Dazwischen, diese Ambivalenz die einzige Möglichkeit, aufzubegehren eigentlich, sozusagen in einem wirklichen Sinne. Also die Gesellschaft hat keine Verwendung, weder kann sie dieses Subjekt sozusagen vernichten, sondern die Vernichtung wird dann anders realisiert. Das müsste man dann nochmal überlegen, wie das dann trotzdem passiert. Aber ich glaube, es ist ja nicht der Mord der Gesellschaft an ihm, vielleicht doch auch, aber es ist ja auch freiwillig. Und das ist vielleicht auch nochmal auf Frau Ott eingehend. Sie haben ja gefragt nach dem Unterschied jetzt dieser Todesarten, ne? Oder der Transzendenz oder des Tabubruchs. Ist denn nicht auch, wie du sagst, also das Verspeisen sozusagen als Geselligkeit gemeint ist, dann ist ja dieser Schluss, wenn die Schweine ihn fressen, ja auch so eine Art Liebesbeweis, ne? Also sie retten ihn quasi vor der Gesellschaft. Das kann man ja eigentlich bei der archaischen Szene nicht sagen, ne? Da ist es ja etwas anderes, obwohl es auch einen Moment der Freiwilligkeit hat. Auch er gibt sich ja dem, also er küsst eben nicht das Kreuz, ne? Er schwört nicht ab, er gibt sich eben nicht den Autoritäten, übergibt sich nicht den Autoritäten der Kirche, ne? Sondern er geht ja auch freiwillig in den Tod. Ne? Also
ob nicht doch da vielleicht noch eine Steigerung dieser Freiwilligkeit und dieses ja, Selbstopfers da ist oder ob die Schweine doch auch als, ja, als ob das ein ja, auch ein irgendwie freundlicher Schluss ist in gewisser Hinsicht, auch wenn es natürlich völlig grotesk ist. Also grotesk ist der Film ja schon auch, ne, bei aller Schönheit und insofern führt er ja auch große Vögel, kleine Vögel weiter, ne? Oder würdest du? Es geht auch um Momente von großer Freude. Das ist ja, wenn der Kannibal das immer wiederholt. Also ich habe meinen Vater gegessen, ich habe Menschenfleisch gegessen und ich empfinde einfach Momente, wenn I quiver with joy. Oder ja, merkwürdigerweise ist da doch diese. Bei den Schweinen ist es ja in gewisser Weise auch, dass vorher gesagt wird, irgendwie, man hat die Schweine bis oben hin gehört. Also so, das war, also es ist eine, es gibt einfach eine Veränderung der normalen Situation. Es gibt eine bestimmte Intensität, die da statt hat. Und das heißt, es geht eben auch, es geht um Freude, es geht um Jouissance, es geht um ganz verschiedene Punkte von Momente von Sexualität auch, die da eine Rolle spielen. Und aber es ist eben, die gute Sache ist, dass das nicht eindeutig gemeint wird. Diese Szene, wo wie Leo in den Stall reingeht, ist, der Stall ist eigentlich leer in dem Augenblick. Also ich habe kein Schwein gesehen in diesen Bildern. Und das finde ich gerade auch wieder toll. Das ist nicht eindeutig aufgelöst. Und ich finde, dass gerade diese kurzen Szenen, die dann auch in dieser Wiederholung, also erstmal die Arbeit mit der Tür, mit der leeren Tür, mit dem Eingang, wo er dann auf der Schwelle steht und dann reintritt. Das hat eine enorme Kraft und eben deshalb, weil es nicht eindeutig aufgelöst wird, in welche Richtung das geht. Also das kann nicht eindeutig ein Selbstmord oder es ist einfach erstmal ein Eintritt in diesen Raum, der vorher auch nie ein Thema war. Ich finde diese Beobachtung, dass eben Julian sich weder auflehnen kann, noch ganz eben sich fügen kann, sehr interessant, weil es eben, also ich glaube, das ist dieses Problem mit der Grenze. Also gibt es eine Grenzüberschreitung oder nicht? Also das ist das Problem. Also es ist eigentlich extrem postmodern auch schon von der Problematik her. Dass, also einerseits, ja, gibt es immer wieder, ja, natürlich auch den Schockeffekt für uns Zuschauer und die, aber dann auch wieder die Negation einer Möglichkeit, noch irgendwas zu überschreiten. Ja, ich stimme vor noch ganz zu. Ich sage jetzt noch was. Nein, ein Gedanke. Farbe gelb. Was sagst du? Das machen wir nachher. Ja. Ein Gedanke, der mir sehr gut gefallen hat in deinem Vortrag, ist der Gedanke der Einverleibung anderer Filme. Also dass dieser ganze Verdauungs- und Auffressprozess auch ein filmhistorischer Kannibalismus ist, in gewisser Weise. Chinoise ist ein Film, von dem man weiß, dass Pasolini schwer beeindruckt war davon. Dann absorbiert er sich hin. Aber diese Parallelerzählung ist ja eigentlich nur, um diese Absorptionslogik auch noch ein bisschen nach hinten in die Filmgeschichte auszudehnen, eigentlich ein sehr klassisches Format. Das verschwindet dann irgendwann in den 20er Jahren aus dem Kino, aber das ist zum Beispiel die Erzählform von De Mills erster Version von Die Zehn Gebote, wo die Bibelgeschichte parallelisiert wird mit zeitgenössischen Erzählungen, die gewissermaßen die Zehn Gebote illustrieren. Und das sind immer miteinander verknüpfte, allegorisierende Erzählungen. Und das Paradigma ist natürlich Intolerant von Griffith, wo du auch die vier parallelisierten Erzählungen hast. Und diese, also in den USA kann man das ja auch zurückführen auf bestimmte Formen der religiösen Populärkultur, also die Predigt, die dann eben illustrativ funktioniert und die Predigt, die narrativ aufgelöst wird. Und das ist mehr noch eine Fortführung deiner Überlegung, das wäre ein möglicher Lektürevorschlag, dass man schaut, ob da diese Art von Parallelerzählung wieder vorkommt. Gibt es auch im italienischen Kino der 20er Jahre natürlich. Ja, toll, danke. Hätte ich nicht gesehen, finde ich aber ganz überzeugend. Ich finde es auch spannend, dass das jetzt gerade auch, dass du es so in den religiösen Kontext ein bisschen mit einbettest, wo man dann einfach überlegen kann, wie dann einfach diese Illustrationsformen dann teilweise an dem Punkt wirken. Also nee, danke. Henning? Ja, ich habe eine ganz kurze Frage, Anmerkung, weil es jetzt auch um diesen religiösen Kontext geht. Was mich wundert ist,
Vielleicht ist es einfach zu offensichtlich, aber dass bisher der Gedanke der Kommunion bei dieser ganzen Geschichte nicht angesprochen wurde, denn das ist doch eigentlich das, also was sich die ganze Zeit da durchzieht, also durch den Kannibalismus, also der sakramentale Charakter dieser ganzen Geschichten und die Aufladung der Figuren eben in diesem Sinn. So könnte man doch vielleicht den Film auch lesen, oder? Ja, also die Figur, das hat man ja auch mit dem Kannibalen zum Schluss, also die Figur von Edible Dad, also wie esse ich Papa auf? Also das ist dieses, also I ate my father. Und da ist natürlich dieses Moment von Kommunion in einem Film, der so durchgängig, also auch mit christologischen Figuren spielt, ist Teil dieses Feldes. Ich glaube, dass man das einfach in ganz verschiedenen Richtungen noch weiter ausfalten kann. Also ich stimme dir voll und ganz zu. Ich würde nicht sagen, dass der Aspekt der Kommunion jetzt dominiert. Aber Kommunion ist natürlich wichtig, jetzt auch gerade als vor dem Hintergrund, dass es um Gruppenphänomene geht. Ja. Um den Vater zu essen, muss ich den Sohn essen. Ja, das ist ja immer das Spiel. Ja. Ja. Gut. Vater und Sohn. Ja. Sehr wichtig, glaube ich, ja, dieser Gedanke noch. Ja, ich hätte, ja, war da noch was? Doch noch gelb. Nee, um den Gedanken aufzuleben und weiterzuspielen, Kommunion und Fusion. Die Firmenfusion ist ja dann auch noch ein wichtiges Thema. Und die Firmen, die Fabriken werden ja auch mit Kirchen verglichen und so. Das Gegenteil von Fusion ist die Trennung. Die kommt ja auch vor, und zwar die Trennung von Körper und Kopf. Das könnte man vielleicht auch noch ansprechen als generelles Thema. Das wird ja auch in beiden Episoden aufgeführt. Ne? Der Kopf wird immer geopfert von diesen Kannibalen, und gezeigt wird ja auch, das würde auch nochmal zu dem Kommunionsthema passen, dieser intime Kontakt bei dem ersten Mord, ne, zu dem Getöteten, ne? Also das ist ja beinahe eine erotische Szene, also so ein Kontakt, während diese christlichen Autoritäten dann diese Sünder, ne, da werden ja dann alle einfach, ob sie was getan haben oder nicht, die werden alle den Tieren vorgeworfen, während das hier als extrem grausam, ne, und völlig mechanisch und nur eben von diesem mächtigen Glockengeläut begleitet, was dann die Rede ja auch verstummen lässt und so. Das ist sozusagen ganz inhuman. Demgegenüber wird eigentlich der Kannibalismus als Begegnung, ne, als wirklich Auseinandersetzung, als intime Begegnung geschildert. Das würde eigentlich das auch nochmal stützen, dass doch auf dieser Ebene eigentlich sowas wie Erlösung thematisiert wird, tatsächlich im christlichen Sinn. Das ist schon schräg, aber es ist... Doch, ja, und ich meine, diese Szene des Köpfens oder auch den Augenkontakt dann nicht mehr aushalten können, hat dann zum Teil natürlich auch, leitet dann direkt über zu der SS-Ahnenerbe-Geschichte von der Anlage, die Schädelsammlung von Herdhitze. Das ist einfach, ich liebe es. Ich bin der größte Herdhitze-Fan. Und das war auch ein wirklicher Fall, ne? Und eben dann auch die Anweise, wie dann damit umgegangen wird und auch wie diese Geschichte erzählt wird, also auf verschiedenen Ebenen, und dass dann eben vorher, dass diese Logik des Ofens dann natürlich, dass die in die Vulkanlandschaft dann übersetzt wird. Das ist ja das, was Achterbusch nachher auch macht, in das letzte Loch. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Parallelen, die da... Jetzt wird mir das überhaupt klar. Ja, ich muss, tut mir leid, noch was zur religiösen Motivik sagen. Was machen wir denn mit Adam und Eva? Also die wenn eben der Kannibale Christus ist, dann kann man das lesen, also sie verführen ihn, sie locken in die Falle. Es ist, eigentlich muss Christus ja den Sündenfall sühnen. So. Und er zieht sich aus, also er gleicht sich den an, später wird er dann wieder bekleidet. Wie kann man das zusammenbringen dann? Ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht richtig durchdacht. Also Adam und Eva habe ich auch in dem Sinne gesehen. Ich bin dann stehen geblieben, dass Adam und Eva einfach nur der Köder sind. Es geht ja auch darum, also seiner habhaft zu werden. Aber es ist, das ist von meiner Seite nicht weiter durchdacht, weil das natürlich dann auch nicht auf das Verhältnis jetzt von den Figuren zueinander irgendwie angeht. Aber das ist schon ein Punkt, der einfach sehr, sehr wichtig ist, weil der dann ja...
also so merkwürdig dann in dieser Landschaft dann platziert wird. Also wenn, ja, das würde dann seiner Funktion entsprechen. Also der. Guter Punkt. Oh, es ist ja nicht. Ich hätte noch einen Gedanken zum Ende, weil es ist nur so etwas, was ich noch in den Raum stellen würde, und zwar, dass ja eigentlich wirklich unklar ist, was, ob nun die Schweine ihn fressen, weil es sind keine Schweine da und wir kriegen es nur erzählt. Wir kriegen es erzählt, dass ein Kind das gesehen hätte und dass keine Schuhsohlen und keine Knöpfe mehr übrig seien. Insofern, das würde ich doch nochmal in Frage stellen, also ob das wirklich so geschehen ist. Oder ob da nicht eigentlich die Dorfbewohner den um die Ecke gebracht haben. Und ja, das wäre das eine. Ich hätte noch nur eine kleine andere Bemerkung. Und zwar als in dieser kannibalistischen Welt. Das hat sich mir persönlich einfach noch nicht erschlossen. Was ist da los mit diesen Armeen? Was sind das für Leute? Da wäre ich dankbar, wenn man mir das nochmal vielleicht so ein bisschen mehr... Weil da war ich recht hilflos beim Schauen. Die hatten alle dieselben Helme und gingen aufeinander los und aßen sich und warfen die Köpfe in den Vulkan. Und da wusste ich nicht genau. Also das wäre super, wenn ich da nochmal. Ja. Also zu dem zweiten Punkt ist ja, dass also die Armeen durchkreuzen eigentlich immer das Gelände. Ich glaube, es gibt dann sowas wie die. Also der Kannibale selbst findet ja irgendwann selber fast die Skelettsammlung, also für die toten Soldaten mit den Helmen und den Waffen neben diesem Vulkanloch und nimmt sich dann den Helm und ist aber selber in dem Sinne kein Soldat, sondern das sind die Leute, die einfach Hunger haben in dieser Gegend. Das heißt, ich habe das einfach so gesehen als eine Kommentierung dieser Zeit, die vielleicht dann auch zu diesem Postkolonialismus dann zu anderen Sachen hinzugehen. Das sind einfach also Armeen, die durch diese Landschaft kreuzen. Aber die Armeen haben für mich erstmal nichts mit dem Kannibalismus zu tun, sondern es geht dann auch um die um diese Situation dann da vor Ort. Und mit der Situation von dem Ende, also das Bild, was der Film hinstellt mit Leo, der in den Stall reingeht, der irgendwie erstmal leer ist, ist ja in dem Sinne jetzt nicht dokumentarisch der Augenblick, wo es geht ja erstmal darum, dass er diesen Raum betritt. Also es geht über das Überschreiten der Schwelle. Das heißt, es geht ja jetzt nicht unbedingt dokumentarisch, das ist der Augenblick, wo er jetzt da reingeht. Und das große Thema von diesem Film, und das hat natürlich... Deshalb setzt er sich eben mit Nationalsozialismus auseinander. Es geht einfach um das, um das spurlose Verschwinden und die Art und Weise, wie man mit Spuren und mit Resten umgeht. Das wird ja permanent thematisiert, auch in der Auseinandersetzung von Leo mit Wierzemski. Wenn er dann sagt, ich würde mich nicht mal danach erkundigen, wo du beerdigt bist. Oder es geht einfach vor dieses, es geht um das spurlose Verschwinden und dieses, also zum Schluss der. Dieser Triumph der Nazis, dass das Schweigen weitermachen kann, weil nicht mal ein Knopf, also es geht ja dann um die, ist nicht mal ein Knopf übrig geblieben, ja dann. Also so das ist ja dieses Moment von dieses spurlose Verschwinden. Das heißt, dass die Dorfbewohner ihn umgebracht haben, sich jetzt erstmal nicht motiviert durch den Rest des Films, weil ich, das finde ich, vielleicht, das finde ich zu spekulativ jetzt an diesem Punkt, aber es ist so dieses, von der Darstellung von Leo, das ist jetzt, also diese Stelle ist einfach merkwürdig programmatisch daran gesetzt, finde ich, diese vier Phasen des Eintretens in diesen anderen Raum. Und deshalb, also an dem Punkt, glaube ich, kann man noch nicht unbedingt Rückschlüsse auf dieses Ende beziehen. Aber nur kurz, nur etwas zu sagen, was ich irgendwie bei Pasolini finde ich sehr interessant, wichtig, einfach aus vielleicht Unterstützung zu der ganzen Analyse, die wir anbieten, jetzt wie er mit einer Art Commedia dell'arte Truppe arbeitet. Und so, wenn wir dann mehr, wir haben ja zwei Filme gesehen mit Ninetto D'Avoli, aber Ninetto D'Avoli ist dann eine Art Narrenfigur bei ihm in jedem Film. Und Franco Citti, die wir sehen, auf der Seite von Pierre Clementi, dann am Ende, der dann natürlich Oedipus spielt, der dann natürlich Akatone ist, das ist so ein Typus, dass es geht jetzt hier auch bei Pasolini ganz bewusst um das Einsetzen von seine eigenen Leute
aus fast Archetypen. Und dann, wenn er dann diese fremde Darstellung reinholt, so Jean-Pierre Léo ist zu uns sehr bekannt als Zuschauern, aber der ist ein Fremder aus Frankreich, aus Godard, aus Truffaut und Wiesimski auch. Und dann Pierre Clementi natürlich mit dem Christus-Vergleich ist sehr wichtig, weil der spielt, ich vergesse, ob es kurz zuvor oder kurz danach, aber der war Christ bei Philippe Cachel in Lily de la Vierge. Und so Pierre Clementi war eine Art Hippie-Christ des europäischen Kunstfilme. So, ich finde das auch einfach für uns während der Reihe wichtig zu sehen. Und vielleicht nur eine kleine Bemerkung, weil ich liebe solche Nebendarsteller. Ich glaube, dass die Person, die Pierre Clementi so sorgsam und intim und homoerotisch frisst, der Schöne, ist, glaube ich, Luigi Barbini, wenn ich mich nicht falsch erinnere, der dann auch in Salò, der Revolutionär ist, der dann, wir werden dann später sehen bei Teveleits Vortrag, der dann seine Hand hochhält, nackt und erschossen wird. Und irgendwie, ich habe nichts mehr zu sagen, aber ich finde das wichtig, dass wir das auch im Kopf hatten, wenn wir dann diese Filme anschauen. Ja, vielleicht nur einfach noch ergänzend dazu. Interessant finde ich dann auch, dass er vortritt und sich dann selber als Immigrant, ich bin derjenige, der spricht. Also mein Deutsch ist jetzt nicht so gut, aber ich spreche jetzt für diese Community und er ist der die Sache aufnimmt. Das heißt, er ist dann noch doppelt markiert als jemand, der jetzt gerade zu dieser Gemeinschaft hinzugestoßen ist, der neu in dem Dorf ist, aber gleichzeitig der ist, der dann auch für das Dorf spricht und mit die Beobachtung macht. Deshalb eine absolut zentrale Figur, ja. Ja, wir haben eine Wortmeldung ganz oben. Ich habe noch einen kleinen Hinweis zum Thema Gelb. Ah, ja. Und zwar am Anfang der Schmetterling ist gelb-schwarz. Und da kam mir gerade irgendwie auch im Sinn, dass an sich der ganze Film auch irgendwo so ein bisschen was Möbius-Schleifenartiges hat, dass der dieses Fressen und gefressen werden, also auch am Anfang, wo er sich die Rüstung zum Beispiel holt, kommt er ja auch an so einem Art Grab vorbei, was darauf hindeuten könnte, dass dort auch bereits Leute ausgesetzt worden waren oder irgendwo gefressen worden sind, weil von denen ja auch irgendwie nicht viel übrig blieb, außer die Kleidung. Und irgendwo vielleicht auch dieses kleine, also dieser Schmetterling, der irgendwo so auch von der Ästhetik her so einzigartig ist am Anfang und dann eben das Mädchen, was am Ende wieder auftaucht. Ja, nur eine kleine Observation. Danke, das finde ich sehr wichtig. Also es ist auch, ich meine, diese Skelette sind ja auch richtig abgenagt und es geht ja dann auch immer um das Verhältnis auch zum Tier, also wenn das mit den Hunden ausgesetzt wird, also wenn die Leute dann von den Hunden gefressen werden. Aber es mit dem Schmetterling und dem Mädchen, das finde ich sehr einleuchtend. Der Schmetterling ist ein Symbol für die Seele. Also das, und dann könnte man sich fragen, ob das Mädchen nicht ein Psychopompos ist, also eine Seelenführerin, obwohl das vielleicht zu viel ist oder zu religiös konnotiert. Die Verschaltung eben, die interessant ist, und dann kann man von da aus dann eben weiter überlegen. Die zweite Farbe ist aber das Mauve, ne? Die mauvefarbenen Gewänder von diesen mittelalterlichen oder archaischen Gewändern. Das ist ja auch sehr auffällig, ne? Also ein fahles Mauve, was mit diesem Gelb kontrastiert. Es erinnert schon auch ein bisschen an italienische Gemälde, ne? Also an italienische Fresken. Aber es hat auch so eine ganz tödlich, also so Todesbedeutung, denke ich, was. Kannst du vielleicht auch noch was zu dem Gebäude sagen, also diesem Palais da? Es ist, also ich habe selber, also ich kenne die Villa Pisani nicht, aber also interessant war es ja eben, dass das jetzt als deutscher Ort markiert wurde und dass es einfach historisch, habe ich gelesen, ist das der Ort, wo sich Mussolini und Hitler das erste Mal getroffen haben. Also ich kenne jetzt die Geschichte davon nicht und ich finde es natürlich dann noch interessant,
Und da können mir die Kunsthistoriker im Raum vielleicht helfen. Ich weiß jetzt nicht genau, also es wären ja was, also ob das eine, was mit für eine Bewandtnis mit den Bildern hat in den Räumen, vor denen, also wenn die, also das, die sind ja auch sehr prominent inszeniert, also wie die, also die Gemäldesäle, in die die Nazis reinrollen. Und das kann ich aber nicht identifizieren. Ich weiß das nicht, aber. Die Mischwesen sind ja ganz klar, ne, dieses Satyrspiel am Schluss. Also das bekannte Gemälde, ja, oder? Also das sind keine identifizierbaren, glaube ich. Also es ist jedenfalls, vielleicht gibt es wirklich diese Ausstattungen, aber jetzt nicht im Sinne jetzt von wirklich bekannten Gemälden, ist mir nichts aufgefallen. Nur dass bei der ersten Szene, wenn sich Anne Wiasemski und Pierre Leo gegenüber sitzen oder stehen, also sie im Pelzmantel und er auch mit diesem anderen Statussymbol dieser Karosse, das ist ja sehr interessant, sehr statisch, sehr lange, diese Einstellungen, und dahinter erscheinen Gemälde mit so Schachtelräumen, die auch so ein bisschen an Frührenaissance-Räume erinnern, aber das nicht sind, also das sind ganz andere Motive, aber auch in Perspektive eingeschlossen sein, ne? Konstruierte Räume, Perspektivräume nochmal im Bild zeigen. Also mir ist jetzt beim nochmaligen Sehen auch was Komisches aufgefallen, apropos der Raumkonstruktion, die mich ja immer interessiert, vielleicht fällt dazu jemand was ein. Also es gibt immer Achsensprünge, also bei diesem Dialog zwischen den beiden, also mal ist er auf der rechten Seite, dann wieder auf der linken, also völlig gegen die Regel, also es springt immer hin und her. Also das fand ich jetzt sehr interessant, das ist offensichtlich ganz gewollt, weil das auch sich oft wiederholt. Aber nur so ein Nebengedanke. Dann wollte ich nochmal den Begriff Fusion aufgreifen, den Vinzenz genannt hat, also auf der Plot-Ebene. Ich weiß nicht, ob das ist mir jetzt auch erst so richtig klar geworden und ob das so allgemein jetzt gelandet ist, weiß ich gar nicht, oder ob das ist, wird ja auch nicht so artikuliert, also es wird die Geschichte wird ja nicht wirklich erzählt, es bleibt ja alles so im Ungefähren, genauso wie diese historische Epoche, die wir da sehen auf der Ebene der Kannibalen, die wird ja wirklich nicht ausbuchstabiert, manchmal ist es mittelalterlich, manchmal scheint es aber auch irgendwie jenseits von jeder Zeit und jedem Raum zu sein, aber ich wollte einfach nochmal sagen oder vorschlagen, also dass erst diese Fusion, also erst nachdem ja sich herausstellt, dass nun Klotz nichts in der Hand hat gegen seinen Konkurrenten, weil der wiederum weiß, dass sein Sohn die Schweine liebt, ne? Also weil er jetzt diese Schweinestallgeschichte gegen die Judengeschichte ausspielen kann, ne? Erst da kommt es dann zu dieser Fusion, muss sich also Klotz eigentlich unterwerfen, ne? Also verliert er eigentlich seine Macht, weil das eben droht, offenkundig zu werden. Und das wird dann eben unter den Teppich gekehrt. Also der Sohn wird eigentlich ungeschehen gemacht, dadurch, dass eben die Geschichte seines Todes nicht erzählt werden soll oder man eben konspirativ sozusagen zum Schweigen, also dieses Volk ist ja eigentlich dann doch positiv besetzt als eben die Zeugeninstanz und die wird eben aufgefordert, eben konspirativ zu schweigen. Und eben Julian kann ja erst, nachdem diese Geschichte offenkundig wird, nachdem also das erzählt worden ist durch Herd Hitze oder Hirt an Klotz, also nachdem er das sagt, er weiß, dass das geschehen ist. Und schon als Kind hat er ja die Schweine geraubt und was mit denen gemacht. Und dann wird es ja nach und nach klar. Und dann erst wacht ja Julian auf. Ne? Dann kann er diesen Akt vollziehen und diese Schwelle überschreiten. Dann ist auch gar kein anderer Weg mehr offen, offenbar. Ne? Also es ist schon sehr genau, auch dann mit der Geschichte verklammert, aber man kriegt es gar nicht so unbedingt mit. Ne? Aber ich glaube, das ist schon nochmal wichtig, dass die Fusion hier davor steht, sozusagen auch als großkapitalistische, monopolistische Konglomerat, ne? Also was dann auch wieder, ne, den Schritt hinaus, ne, in diesen Schweinestall dann evoziert und möglich macht. Die Fusion von Thyssen und Krupp vorwegnimmt, die aber machen mussten, damit sie nicht von den Indern gefressen werden, was demnächst trotzdem noch passieren wird. Ich finde das ein schönes Schlusswort. Ja, dann an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Rembert Hüser, nochmal für den tollen Vortrag. Und ich weise gerne auch darauf hin, in 2 Wochen geht es schon weiter. Dann wird Klaus Thiewelyt hier sein mit Pasolinis großem Skandalfilm Salo oder die 120 Tage von Sodom. Und ja, wir sind sehr gespannt auf diesen Film. Kommen Sie gut nach Hause, bis bald.